Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Final Fantasy X, wo wir gerade in der letzten Folge Sims Arme abgeschlagen haben und vom Dach des Luftschiffes auf Sim draufgesprungen sind. Ich glaube, du hast da einen Pickel, mein lieber Sim. Okidoki, aber das Ding kommt mir doch arg bekannt vor. Hi. Ich würde sagen, wir hauen einfach erstmal drauf. So, du... Ach komm, du verteidigst einfach und du haust drauf. Alter! Wir sind ein bisschen übermächtig. Ein ganz kleines bisschen. Aber das habe ich auch schon vor ein paar Folgen gesagt. Mit unseren Stats momentan ist das hier kaum ein Problem. So, du haust dann auch einmal drauf. 5000. Ha, ich glaube, der hat einen Panzerbrecher drauf. So, Riku. Dann, raub mal bitte. Kraftquelle. Energie sammelt sich im Kern. Oh je. Na gut. Walker hatten wir gerade, oder? Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Egal, erstmal Tidus draufhauen lassen. Und Lulu wollen wir auch noch was machen lassen, auch wenn sie nur verteidigt. Ist ja egal. Hol nochmal Walker rein. Feuer! No! No! Ist das niedlich. 6000, wieso zieht er so wenig ab? Kimari hat sehr viel abgezogen, ne? Ja, auch nur 8000, aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Wir haben Cindy Pickel auf seinem Rücken ausgedrückt. Oder so ähnlich. Bah, ekelhaft. Eklig. Erstmal direkt vor Bevel gelandet. Oh, MP-Spheroiden und Rücksphäroiden. Sehr schön. Petra, het lit pomeage fredeka. Pomeage het ku. Droja tuad. Het de kribahek. Riku, aklamat. It's going to come back, isn't it? I know. What? You're kidding me! No, we have to beat the guy inside, Sin. The Crusaders would be out of a job if it was this easy, huh? Yeah. But it has weakened, I'm sure of it. Yeah, we're winning! All right, I'll do what I can with the main gun. Alles klar, Sin ist demnach also mächtig geschwächt. Wir müssen uns nur noch irgendwie in ihn reinbohren, quasi. Und Yuna ist weggegangen. Ich würde gern einmal kurz mit ihr reden. Wenn es keine Umstände macht. Wo ist sie denn hin? Wir packen das schon. Wir packen das schon. Juni, komm schon. Wo bist du? Lass uns sprechen. Erzähl mir deine Sorgen. Erzähl mir deine Gedanken.
Die ist doch rausgegangen, oder nicht? Juni? Hey. I wonder if Sir Jack is in pain. Let's just end this, quickly. The Faith said they'd help us, right? It bothers me, the way they said that. Huh? I mean, they've been fighting alongside us this whole time, but now they say they'll help? I guess so. Wait. Sin is reborn when Yu Yevon merges with an Aeon. Isn't that right? If I summon an Aeon, Yu Yevon will join with it. But at first, it'll be small, won't it? Yeah. Then we might be able to beat it without the final summoning. I don't know. What if Yu Yevon jumps again? Then we'll take it down again. We'll fight him until there's no place left to run. I never thought it would come down to this. Yeah, I know. Hey, the Faith, they're tired of this whole thing too. Let's let them rest. The Faith said it's pointless to keep dreaming. The dream will disappear, he said. What did he mean? And what is it that Yu Yevon is summoning from within Sin? The dream of the Faith. You won't go away, will you? He's waiting for you. Well, son, the main gun is still busted. We can't give you any cover fire. Hey, just take us in. We'll do the rest. All right. Take us up, flush to the mouth! No mistakes, or I'm gonna tear out that mop you call hair! Trust me. Me take you there. No problem, yeah? Let's get ready to blitz! Let's go. Just you and me. Ja, da hat das kleine Sinnchen Flügel bekommen und sich mal eben auf Bewell draufgesetzt. Und ja, Yuna hat die Frage natürlich genau im richtigen Moment gestellt. Und ja, natürlich keine Antwort darauf bekommen. Weil soweit wir ja wissen, ist Tidus ja der Traum der Astra oder ein Teil des Traumes der Astra, genauso wie Zennekind. Ja, nur beschworen wird quasi. Und wenn die Astra aufhören zu träumen. Nee, das will ich mir nicht ausmalen. Wenn das denn alles stimmt, was die sagen, ne? Ah, wieso? Wieso sollten die Quatsch erzählen? Ach, das. Na, ich will nicht an das Ende denken. Wir
gehen jetzt erstmal. Aber müssen wir jetzt aufs Außendeck? Oder einfach nur. Das Schluckfisch. Hm? Das Flugschiff navigieren. Ah, ich glaube, draußen war schon richtig. Yep. Here we go! Yeah! I'm coming for you, Dad! Okay, wir haben noch ein bisschen zu kämpfen, bevor wir reinkommen. Oh, ich glaube, wenn die Leiste voll ist, sind wir im Arsch. Ich meine, das war so. Kannst du irgendwas machen? Geht das eventuell? Entfernung zu groß. Entfernung zu groß? Na, scheiße. Entfernung zu groß. Leck mich doch. Ja, dann halt Zauber. 2000, ja, das ist ja läppische Stats. Das ist schon besser. Was machst du denn vor Schreck? Ich weiß es nicht. Gut, dann machst du auch mal Blitzrau oder sowas. Was anderes bleibt uns momentan nicht so wirklich übrig. Obwohl Bestia könnten wir noch beschwören, aber naja. Nötig ist es jetzt nicht. Ich möchte nur, dass jeder einmal rankommt. Komm mir nicht zu nah, Dicker. Gott, ist der nah dran jetzt. Tidus war noch nicht dran. Können wir ihn denn jetzt vom Nahen angreifen? Nee, Entfernung zu groß. Das sieht man von dieser Sicht her nicht ganz so gut. Deswegen hauen wir einmal Ultima drauf. Ach, so weit ist das ja doch nicht weg. Okay, Lulu hatten wir noch nicht. Wie ich ihn hier einfach mit blöden Standardangriffen attackiere. Gut, dann machst du nochmal Ultima. Und er kommt noch näher. Boah. Kann ich jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht es. Himmelstein, nett. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Titus? Nein! Verwirrt sein bei meinen Kämpfern ist ein großes Problem. Scheiße. Ja. Auf ein neues. Ich brauche einen Konfusschutz. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nee, das will ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Ich hasse diese Zustandsveränderung. Wenn man auch noch so stark ist und noch keinen HP-Expander hat, das ist grausam. Grausam ist das. Oh, hier stehen ja noch alle rum. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn wir wieder vor Sinn stehen. So, auf ein neues. Wir sind jetzt weitestgehend mit Konfusschutz ausgestattet. Wir werden jetzt erstmal, solange wir eigentlich nichts tun können, erstmal nur verteidigen. Und dann draufdreschen. Damit alle mal dran waren und alle auch AP bekommen. So, dann einmal Tidus bitte. Du kannst gleich mal Ultima machen. Weißmagie doch nicht. Schwarzmagie. Digga. So. Dann will die Lulu auch mal ran. Okay.
So, und Riku kommt rein und macht hier erstmal Verteidigung. Ja, komm nochmal. Weil ich will ihn schon richtig attackieren können. So, dich tauschen wir gegen Kimari aus. Du haust sehr gut rein. 9000, okay. Ich wäre dann noch für Walker eventuell. Oder? 9999, du raubst? Oder? Ja doch, raub mal. Diesmal nur ein Ether. Und jetzt bitte nicht alle konfus machen. Wunderbar, wunderbar. Vielleicht sollte ich doch Oren reinholen. Vielleicht bringt Panzerbrecher was. Schauen wir mal. Joa, sah gut aus. Noch ein Ether. Oh yeah. Und nochmal klauen. Ja, jetzt ziehen sie ordentlich ab. Alles gut, alles gut. Wunderbar. Es geht doch. So, Mund auf, der Zahnarzt kommt. Wenn das mal nicht Seymour war. Och, was soll ich denn mit Level 3 Sphiropessen? Mensch. Dan, where are you? We must go to him. Then we will. Let me take front. Good luck. Follow me. Alles klar, aber erstmal speichern wir unser Erfolgchen ab. Werden unsere Käfigwaffen anlegen. Und Monster fangen. Oh ja. Dann geht's doch dann weiter mit Questen und so und ich gehe mal eine Runde übers Brett. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wo wir einige Monster aus Sins Innerem fangen werden. Und ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!